Ja, das Besondere am Netteverein ist die Ganzheitlichkeit der Ausbildung und der Praxisbezug, den man hier bei uns im Netteverein lernt. Das heißt, wir haben einen Claim, der besagt, Design handwerklich zu Ende denken. Was beinhaltet, dass unsere Schüler eben sozusagen flapsig formuliert das volle Programm von uns lernen und nicht einen theoretischen, modischen Ansatz lernen, sondern sie müssen in der Lage sein, ihre Entwürfe, ihre grundsätzlichen Ideen schnittlich und fertigungstechnisch umsetzen zu können. Das heißt, sie müssen begreifen, was bedeutet es, wenn ich einen Strich aufs Papier setze, welche Konsequenz hat das? Nicht unbedingt jetzt schon im Kommerziellen, aber doch sehr in eine praktische Ausrichtung. Das Kommerzielle kann dann auch gerne später kommen, aber dennoch ist es so, dass wir sie eben dazu anhalten, an den Kunden zu denken, also an das Produkt. Worum geht es? Es geht darum, Menschen zu bekleiden. Die besten 6 Absolventinnen eines jeden Jahrgangs werden in ein 4. Ausbildungsjahr überführt. Die bekommen quasi ein 4. Ausbildungsjahr geschenkt, die sogenannte Meisterklasse, und lernen da nochmal ihre Handschrift zu schärfen und an ihrem persönlichen Look zu arbeiten und sich grundsätzlich zu verbessern. Da wählen wir die Talente aus, die wir für am geeignetsten halten und deren Potenzial wir unterstützen möchten. Ja, also wir hatten unsere diesjährige Abschlussmodenschau des Jahrgangs 2016, der quasi unser Jubiläumsjahrgang ist, denn der Letteverein wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. In der Zwinglikirche, ein sehr schöner, feierlicher und ja, eben sakraler Bau. Ja, durchaus sehr emotionalen Ende, was uns auch als Lehrerschaft sehr gerührt hat, dass jetzt wirklich auch für die Graduates und auch für uns praktisch diese 3 Ausbildungsjahre ein erfolgreiches Ende gefunden haben, in dem Sinne, dass wir also auch die Vielfalt unserer Ausbildung zeigen konnten, die Praxisbezogenheit und die wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Handschriften. Und ich kann nur sagen, ich wünsche unseren Absolventen alles Gute, dass sie schnell Fuß fassen im Business, und ich denke, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass sie da alle ihren Weg finden werden.